Also es gibt, ich schreibe mal erstmal auf, also es gibt eine Frage zum Thema Vierpoltheorie und R-Parameter, richtig? So, und die konkrete Frage ist jetzt, wie kann man R-Parameter ausrechnen? Äh, zum Beispiel R21-Parameter. Ja. Strom, Ja, okay, also R21, gucken wir mal hin, ist gleich Fragezeichen. So und jetzt müssen wir uns natürlich irgendwie ein Beispiel ausdenken, ja vermutlich, weil wir so was, was Konkretes haben. Was ist das so ein Tief? Oder komm, ein bisschen dichter, halt mal. Ah ja, okay. Uh. So, also wir haben ein schönes Beispiel mit so vier Widerständen, die in so einer Quadratanordnung angeordnet sind. und die heißen hier vorne R1 und hier oben R2, hier unten, ups, hier unten habe ich noch einen vergessen, weil es sollen ja vier sein. Hier unten R4 und dementsprechend hier hinten R3. Hier fehlen noch ein bisschen die Lötpunkte in der Schaltung und hier vorne und hinten mache ich mal noch die Klemmen dran. So und dann sind hier auch Zahlenwerte gegeben, nämlich Jeweils hier vorne und hier hinten sollen ein Ohm groß sein. Und die oben und unten sollen jeweils zwei Ohm groß sein. So, und dann können wir an diesen Vierpol, wie so üblich, noch die Größen am Eingang und Ausgang beschriften. Also bei uns in Magdeburg, wie ich immer so schön sage, ne, fließt der Strom hier von rein. Und hier hinten raus. Und die Spannung fällt jeweils von oben nach unten ab. Also hier vorne haben wir eine Eingangsspannung und hier hinten haben wir eine Ausgangsspannung. Und wenn man jetzt in andere Bücher guckt, dann kann das auch mal sehr gern sein, dass die Ströme an beiden Seiten reinfließen. Das ist so in der angloamerikanischen Literatur recht üblich. Oder wenn man in sehr alte Bücher guckt, kann das auch mal sein, dass die Spannungen nach oben zeigen. Passiert jetzt auch nichts anderes, außer dass sich eben ein paar Vorzeichen umdrehen. Ja, Aber bei uns ist zumindest das irgendwie so üblich. So, und wenn man sich jetzt Gedanken darüber machen will, wie man jetzt hier R21 ausrechnet, wäre es erstmal nicht verkehrt, ähm, sich allgemein eben die A-Parameter hinzuschreiben. Und also man kann sich eben eine Formel überlegen, wie sind denn Spannung, Ströme oder Spannung, Strom und Widerstand miteinander verknüpft. Naja, U setze USR mal I. Ja, und wenn ich das jetzt für den Vierpol aufschreibe, dann habe ich ja nicht nur eine Spannung, sondern ich habe diese beiden Spannungen am Eingang und am Ausgang und ich habe auch zwei Ströme, nämlich den Strom am Eingang und den Strom am Ausgang. Und wenn ich jetzt zwei Spannungen mit zwei Strömen verknüpfen will, brauche ich eine 4x4-Matrix, wo diese vier R-Parameter drinstehen. Und die sind eben so durchnummeriert, dass immer die erste Zahl, der erste Index ist die Zeile, der zweite Index ist die Spalte. Ähm also in der Form. Und wir wollten jetzt das R21 wissen, das wäre eben das hier unten. Ja, wenn ich jetzt die, die zweite Gleichung nochmal diskret hinschreibe. Also zweite Zeile mal erste Spalte, ergibt den Eintrag in der zweiten Zeile ersten Spalte. U2 ist R21 mal I1 plus R22 mal I2. So, wenn ich jetzt die Gleichung nach R1 umstelle, äh, nach R2,1, weil wir wollen ja R21 ausrechnen, richtig? So, ne, dann könnte ich eben sagen, okay, ich nehme das subtrahiere das auf die andere Seite und teile durch äh, i1. Also würde da rauskommen, r21 ist u2 minus r22 mal i2 geteilt durch i1. So, und dann stellt man fest, wenn man das so macht, naja, könnte ich schon irgendwie r21 ausrechnen, ne? ein bisschen aus den Strömen und Spannungen, aber ich bräuchte dafür r22. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, okay, dann suche ich mir irgendwie eine Gleichung, wie ich an R22 komme, stelle ich mal die Gleichung nach R22 um. Ähm, auf die gleiche Art und Weise dann steht da R22 ist U2 minus R21 mal I1 geteilt durch I2. So, und ich mal, das ist okay, R22 könnte ich jetzt auch ausrechnen, irgendwie aus Strom und Spannung, aber dafür bräuchte ich wieder R21. Und um R21 auszurichten, brauche ich R22 und dann dreht man, hat man so die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt, ja. Und deshalb machen wir jetzt Trick 17 und sagen: Na ja, ähm, wir berechnen mal diesen Parameter und sozusagen auch diesen Parameter jeweils unter der Bedingung, wenn wenn wir diesen Strom zu Null setzen, ist ja egal, wie groß dieser Wert ist, bleiben nur diese anderen Größen über. Und hier genauso, wenn ich den zu Null setze, in dem Fall. Dann ist auch egal, wie groß der ist, dann bleiben nur diese beiden Größen über. Also würden wir eben R21 hier rausbekommen. Ja, an der Stelle hier. Indem ich sage, das ist die Spannung U2 durch den Strom I1 unter der Bedingung, dass I2 gleich 0 ist. Ja, das folgt hier aus der Definition nur eben aus der Gleichung. Also R21 ist U2 durch I1 unter der Bedingung, dass I2 gleich 0 ist. So, jetzt kann ich mir das so überlegen, I2 gleich 0 heißt eben, so wie das hier gezeichnet ist, am Ausgang habe ich einen Leerlauf. Ja? Strom gleich 0 heißt, hier fließt kein Strom. Die Klemmen sind einfach offen, genau so wie das gezeichnet ist. So und mit den beiden Größen hier vorne gibt es jetzt auch so, ein, so einen Trick sozusagen in der Anwendung. Ich denke mir eines als Ursache und das andere als Wirkung. So, und da wir aber diese Bedingung am Ausgang haben, ja, kann das nicht die Ursache sein, die Quelle sein, weil wenn ich am Ausgang eine Spannungsquelle anschließe, dann könnte ja ein Strom fließen durch die Quelle. Das funktioniert nicht. Ja. So, also muss das hier die Ursache sein. Oder beziehungsweise eine Quelle. Und das hier muss die Wirkung sein, die wir ähm, aufgrund dieser Quelle, aufgrund dieser Ursache ausrechnen. Ja, und das hier hinten ist eben, also wie schon gesagt, die Bedingung. So und die Bedingung ist einfach hier die Klemmen sind offen und als Ursache als Quelle denken wir uns jetzt hier von muss ich mal hier den, den Wert des Widerstandes wegmachen und vielleicht hier drunter schreiben also das sind die ein Ohm ähm, denken wir uns jetzt dass hier eine Stromquelle angeschlossen ist ja die genau diesen Strom i1 hier in den vierpol rein treibt so. Und jetzt ist, also, es ist eigentlich prinzipiell so eine Kochrezeptartige Lösung. Ja, wir machen jetzt einfach so weiter und schreiben die Ursache ab. I1. Und versuchen jetzt die Wirkung einfach in Abhängigkeit dieser Ursache auszurechnen. Also wie groß wäre denn jetzt die Spannung U2 hier hinten an diesem Vierpol, wenn wir hier vorne diese Quelle UQ1 anschließen. So, und um das auszurechnen, muss man ein bisschen fit sein und firm sein in so Knotensatz, Maschensatz, Umschussgesetz, Gesamtimpedanz, Teilimpedanz, Stromteilerregel, Spannungsteilerregel. Ja, weil genau die Sachen braucht man jetzt. So. Also wie könnte ich jetzt hier hinten diese äh, Spannung U2 ausrechnen? Genau. Also die Spannung ist, die, die, die finde ich hier nochmal, könnte ich auch so machen, U2. Mhm. Genau. Mhm. Genau. Genau. Also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, die Spannung U2 ergibt sich aus R3 mal I3. Ja? So, haben wir jetzt noch nicht viel gekonnt, weil kann ich wegkürzen? Ja, so, jetzt müssen wir aber sagen, wie können wir jetzt den Strom I3 ausrechnen aus dem Strom I1? Mit Hilfe der Stromteilerregel, ja? So, schreibe ich mal hier runter weiter. Also, das I1 hier unten schreibe ich einfach wieder ab, das R3 schreibe ich auch ab. So, und Jetzt haben wir diesen Teilstrom und wollen den Stromteiler regelmäßig ausdrücken durch den Gesamtstrom. Wie machen wir das? Genau, also wir nehmen den Gesamtstrom mal den Widerstand in dem Zweig, wo der Strom nicht durchfließt. Das ist R1 geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne von diesem Maschenumlauf und das ist einfach die Summe von allen vier Widerständen: R1 plus R2 plus R 3 plus R 4. Ja. So. Und dann passiert das, was passieren sollte. Ich habe beides mal dieses I1, kann das wegkürzen. Ja. Und ähm, ja, und jetzt kann ich die restlichen Widerstände einfach da einsetzen und ausrechnen. Und also ich schreibe es nochmal schick hin, dann steht da R1 mal R3, geteilt eben durch diese Summe R1 plus R2 plus R3 plus R4. So und R1 mal R3, die waren ja beide ein Ohm, da kommt ein Ohm Quadrat raus und hier unten kommt 1 plus 1 sind 2 plus 2 plus nochmal 2 sind 6. Wenn ich jetzt richtig rechne, also kommt da ein Sechstel Ohm Quadrat durch Ohm, ergibt gibt Ohm raus. Und das sollte auch so sein, dass da was in Ohm rauskommt, weil hier oben diese ganzen R-Parameter natürlich die Einheit ohn, ohm haben müssen, damit die einen Strom in eine Spannung umrechnen ne? oder hier eben aus einem Strom eine Spannung machen. So, also das wäre das, was wir hier eingesetzt haben, wäre eine Stromteilerregel oder ein Stromteiler. und Jetzt hätte man das auch genauso über Spannungsteilerregeln machen können. Ja, also wir hätten sagen können, hier vorne gibt es eine Spannung, die nenne ich mal U1. Und dann hätten wir eben also das I1 wieder abgeschrieben. Vielleicht muss ich noch ein ganz bisschen darunter schreiben, dass ich genug Platz habe. Also ich schreibe das i1 wieder ab und schreibe jetzt hin die Spannung U2, die wir haben wollen. Ne, die würde ich jetzt über eine Spannungsteilerregel wie rausbekommen aus der Spannung hier von also Gesamtspannung mal so dann der Widerstand, wo die Spannung, wo die gesuchte Spannung drüber abfällt, richtig? Das ist R3. Und dann durch die Summe dieser drei Widerstände hier, weil das ja die drei Widerstände sind, über denen die Gesamtspannung abfällt, das sind R2 plus R3 plus R4. So. Jetzt sind wir noch nicht so ganz am Ziel, ja, weil... Wir können die noch nicht wegkürzen. Wir müssen irgendwie noch die Gesamtspannung ausrechnen. Wie kriegen wir die Gesamtspannung raus? Eins. Genau. Also wir rechnen den Strom, der hier reinfließt, in die Gesamtschaltung mal die, mal die Gesamtimpedanz. So. Also muss ich mal hier so ein bisschen langen Bruchstrich machen. Das I1 unten schreibe ich ab. Unsere Spannungsteilerregel. Ja, also das hier kann ich ja mal hinschreiben. Das ist jetzt ein Spannungsteiler. So, das ist immer noch R3 geteilt durch R2 plus R3 plus R4. So, und jetzt mal, und anstatt U1 schreiben wir jetzt eben I1, Gesamtstrom mal Gesamtwiderstand. Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser Schaltung aus Sicht der Quelle? IQ1. Genau, also hier steht R1 parallel zu der hier schon geschriebenen Reihenschaltung. Und also parallel das, weil ich hier nicht genug Platz habe, mache ich das mal gleich wieder weg. Wie, wie kann man diese Parallelschaltung aufschreiben und ausrechnen? Gut, also Produkt der Widerstände geteilt durch die Summe, ja. Also steht hier R1 mal R2 plus R3 plus R4 Produkt geteilt durch die Summe. R1 plus R2 plus R3 plus R4. So, und das heißt, die Ströme kann man erstmal wegstreichen. Und dann stellt man fest, ah ja, das, was hier steht, ist auch genau das, was hier steht. Das kürzt sich auch weg so dass da eben wieder überbleibt r1 mal r3 so wie hier oben geteilt durch diese Summe und wenn man die Zahlenwerte einsetzt kommt da genau der gleiche Spaß raus wie vorher ein Sechstel oben so und das heißt ist egal ob man das jetzt über Stromteilerregel oder Spannungsteilerregel macht Stromteilerregel ist jetzt vielleicht hier ein bisschen einfacher ja weil wir auch schon eine Stromquelle haben da würde sich das bestimmt auch anbieten, das mit Stromteilerregel zu machen, aber es geht letztendlich auch über die Spannungsteilerregel und ich könnte jetzt, also, auch das noch ein bisschen länglicher vermutlich, äh, einfach so über Knotensatz, Maschensatz, Gesetz rechnen, weil auf den baut ja auch Stromteiler, Spannungsteilerregel auf. So, klärt das ist die Frage, wie man jetzt R21 ausrechnet? Ja. Also, bei, also, wenn man solche Vierpol-Aufgaben hat, man muss ungefähr diese Formeln wissen oder kennen oder irgendwo irgendwo aufgeschrieben haben. Ja, und ich meine, so viele Varianten gibt es nicht. Es gibt Widerstandsform, es gibt, wenn ich das mit Leitwertform aufschreibe, ist das genau umgedreht. Ne, tauschen Strom und Spannung genau die, äh, die Richtung. Und ich sag mal, es gibt eigentlich noch diese Kettenform, da habe ich dann. U und I am Eingang, U und I am Ausgang. Es gibt noch diese Hybridvariante. Aber die hätte ich jetzt ganz ehrlich auch nicht im Kopf. Da müsste ich auch irgendwie nachschauen, wie die so definiert ist. Und ich meine, dann kann ich mir die immer so nochmal aus dieser Matrixform so diskret hinschreiben, mir das überlegen, okay, wenn ich den haben will, muss ich das nehmen, durch das teilen unter der Bedingung, dass der hier hinten null ist, sodass das eben wegfällt. Ja, genau das ist ja das, was hier steht. Und dann habe ich immer eine Bedingung. Da, wo die Bedingung ist, kann nicht die Ursache sein. Und ich habe irgendwie eine Wirkung. Und die, die meisten, also die Wirkung ist da, wo die Bedingung ist, in vielen Fällen. Ne? Manchmal habe ich sowas, ich habe eine Bedingung am Ausgang und ich habe sozusagen Ursache und Wirkung am Eingang. Beides, was hier vorne steht, ist am Eingang. Dann ist egal, was ich als Quelle, was ich als Ursache nehme, ob ich eine Spannungsquelle anschließe, ob ich eine Stromquelle anschließe. Und ja, also das, das ist so, wie ich sage, so kochrezeptartiges Vorgehen funktioniert eigentlich bei jeder Aufgabe. Ja, und manchmal hat man höchstens Schaltungen, die so ein bisschen tricky sind, wo man dann nicht so gleich auf dem ersten und vielleicht auch nicht auf den zweiten Blick erkennt, was jetzt zu wem parallel und in Reihe ist und wo da wie ein Spannungsteiler und ein Stromteiler ist. Aber ähm, ja, eigentlich bei solchen Aufgaben kriegt, sollte man das ganz gut hinbekommen. Das sollte mit Sicherheit hochgeladen sein, ja. Also wenn man mir morgen, ja, weiß nicht, ich habe morgen noch ein paar andere Termine, aber rein prinzipiell gucke ich bestimmt morgen auch nochmal an meine E-Mails rein und würde noch eine Frage beantworten, ja. <laughs> Bis 7.30 Uhr werden Fragen angenommen. Nein, das, das ist also hier. Yeah. So Ja, also man könnte jetzt diese Aufgabe natürlich auch so rechnen, dass man sagt, ähm, oh, wie kriegen wir das jetzt hier noch irgendwo schlau hingeschrieben? Ja. Also, ich mache mal das hier so ein bisschen weg? So, also man solche Vierpolaufgabe hat hier mit einer solcher Schaltung, wo man relativ klar sieht, das ist ein, sag ich mal, Querwiderstand, ein Längswiderstand, ein Längswiderstand, ein Querwiderstand, ja. Dann, naja, ich meine, bei der ist das so ein bisschen tricky, weil dieser Widerstand R3 ja hier unten ist. Ich bin jetzt nicht so 100, äh, halt R4 war das. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob das so funktioniert. Können wir gleich mal nochmal, ja, vielleicht denken wir mal bei dem nochmal irgendwie kurz darüber nach, wie das mit einem Widerstand da unten ist. Aber hier ist es eben relativ klar, also von dem ähm, von diesem Widerstand hier R1. Ja, also wenn ich, wenn ich mir hier so einen kleinen Vierpol reindenke, der sozusagen hier und hier seine Klemmen hat, dann kann ich von dem relativ schnell die A-Parameter aufschreiben. Also AR1 als Matrix ja, wäre ähm, 1, 0, 1 durch R1 und eine 1 hier. Kann man im Skript nachgucken, findet man irgendwie... Formelsammlung, wo das so drin steht. Und das Gleiche kann ich eben sinngemäß auch für R3 machen. Ja? Ich mache den mal ja auch gleich blau. So. Und was ich auf jeden Fall auch im Kopf habe und wo ich mir sehr sicher bin, dass das funktioniert, ist, wenn ich zu dem Widerstand R2 hier oben. Ja, also mir hier so klemmen denke und sozusagen hier unten so ein kleines Stück Leiterzug denke, dann kann ich von dem Widerstand R2 auch die ähm, A-Parameter aufschreiben. Dann steht da 1 R2 eine 0 und eine 1. So, und jetzt könnte, sollte, dürfte, müsste man sich das mal für, dies, für die andere Variante, wenn der Widerstand hier unten ist, auch kurz überlegen. Ja. Ja, so eine Durchverbindung hier oben und habe den Widerstand hier unten. Ähm, eben R4, habe hier Eingangsspannung, Eingangsstrom, ähm, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom. So, und jetzt schreibe ich mal hier hinter die die vierpolgleichung so auf wie die in der kettenform wären ja also hier steht U1 und I1 und irgendwie muss ich jetzt schaffen dass hier hinten was steht mit U2 plus irgendwas mal I2 ja und hier unten auch irgendwas mal U2 plus irgendwas mal I2 so dann kann ich mir überlegen also der Strom I1 der ist einfach genauso groß wie der Strom I2 hier steht eine 1 und der hat überhaupt nichts mit der Spannung zu tun. Egal wie groß die Spannung ist, der Strom hängt einfach nur von I2 ab. Also steht hier eine 0. So und die Spannung U1 würde ich ja jetzt so behaupten, ja, also der Strom, der hier rausfließt, der fließt ja hier unten auch wieder umgedreht rein. Ja, und kommt sozusagen hier vorne auch wieder als I1 Raus. So, wenn ich jetzt so einen, einen Maschensatz hier aufschreibe, dann ist die Spannung hier vorne genauso groß wie die Spannung hier hinten, einmal, ja, plus die Spannung, die hier unten noch über diesen Widerstand entsteht und das ist R4 mal I2 oder R4 mal I1, aber wir wollen ja R2 haben, also steht hier R4. Ja, und das ist prinzipiell wieder genau das Gleiche, was hier steht. Also eine 1, der Widerstand, eine 0 und eine 1. So, und das heißt, ähm, wir können jetzt auch die Gesamtparameter von diesem Vierpool ausrechnen als. So. Als Produkt, also wir haben vorne diesen Quer Vierpol. Dann haben wir den einmal multipliziert mit so einem längs Längsvierpol. Jetzt muss man sich entscheiden, ähm, nehmen wir erst den oder nehmen wir erst den. Wir nehmen mal erst den nach oben. Ähm, und wahrscheinlich wird das egal sein, wie rum man das macht. Ja, Also 1R2 äh, oder Quatschinaricht in, in Rot geschrieben. Mal bei den Farben hier eindeutig zu bleiben. Also immer diesen Längs-4-Pol 1, R2, 0 und eine 1, den dann nochmal multipliziert mit dem anderen Längs-2-Pol 1, R4, 0 und 1 und das schlussendlich nochmal multipliziert mit dem weiteren Quer-4-Pol, wo da steht 1, 0, 1 durch R3 und ebenfalls eine 1. So. Und jetzt müsste ich die einfach mal alle einmal durchmultiplizieren. Ähm, dann kommt was raus. Und dann kann ich das in die Formel einsetzen, um, in diese Umrechnungsformel-Tabelle einsetzen, um R21 auszurechnen. Und, also, das ist jetzt so eine Sache, wenn ich jetzt Matlab habe, würde ich sagen, kein Problem. Wenn der Taschenrechner was kann, kann man es auch schnell machen, ja. Ähm, und dann kann man das am Ende in diese Formeln umsetzen und kann r 1 ausrechnen. Also, das ist jetzt bei dieser Aufgabe, wenn es nur darum geht, das R21 auszurechnen, würde ich sagen, ist das so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, ja. Als ein ein, 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 sehr klarer Lösungsweg, aber, aber in dem Fall doch ein relativ aufwendiger. Weil er eben jetzt hier unten doch in so ein bisschen Rechnerei ausartet. Ähm, wenn ich das so mache, hat das aber natürlich den Vorteil. Also hier habe ich jetzt alle A-Parameter raus und die kann ich natürlich, damit kann ich jetzt auf einen Schlag alle R-Parameter, alle G-Parameter, alle, alle was auch immer Parameter ausrechnen, weil ich ja in Anführungszeichen jetzt nur noch diese Umrechnungsformel nutzen muss. Das wäre jetzt so ein bisschen der Vorteil an der Geschichte. Aber pff, also ich, hätte, ich habe jetzt bedingt, äh, ich hätte jetzt bedingt Lust, ohne Matlab das jetzt hier so durchzurechnen. Also, wobei das jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert wahrscheinlich ist. Ne? Aber ein paar, paar Rechenschritte müsste man jetzt hier schon noch machen. Und am Ende sollte man aber, wenn man das mal so macht, ähm, ob jetzt mit Zahlenwerten oder ohne Zahlenwerte, sollte man schon auf das gleiche Ergebnis kommen, selbstverständlich wie das, was wir vorher hatten. Ja, und also vermutlich, wenn man jetzt mal nur allein auf diese Geschichte hier guckt, ähm, wenn ich jetzt mal äh, versuche, das hier mal einmal kurz auszurechnen, ja, also... Erste Zeile mal erste Spalte, einmal 1 ist eine 1, R2 mal 0 ist 0, kommt da eine 1 raus. So, dann haben wir erste Zeile mal zweite Spalte, einmal R4 plus R2 mal 1 ergibt genau R2 plus R4. Ja, und da kann man sich schon überlegen, dass es an der Stelle wahrscheinlich egal ist, wie rum ich die drehe. Ähm, Matrizenmultiplikation ist ja eigentlich nicht kommutativ. Ja, Reihenfolge der, der Multiplikation spielt schon eine Rolle, aber hier kommt jetzt einfach ein Produkt, äh, eine Summe raus von den zwei Widerständen. Die Summe ist wieder kommutativ. Also es ist egal, ob ich R2 plus R4, R4 plus R2 rechne, da kommt das gleiche raus. So, dann haben wir äh, zweite Zeile bei erste Spalte, 0, 1. einmal 0 ist 0. Steht hier unten 0. Und zweite Zeile mal zweite Spalte. Ähm, 0 mal R4 ist 0, einmal 1, 1 ist 1, steht hier auch wieder eine 1. Ja, so, und das ist, ist eigentlich auch ein nettes Ergebnis, ja, wenn man jetzt mal so kurz im Zwischenschritt drüber nachdenkt, weil, also Sie haben mal festgestellt, ob der Widerstand jetzt, ob so ein Längswiderstand hier oben ist oder hier unten ist, das die gleichen A-Parameter. So, das heißt eigentlich, ähm, und das würde ja auch unserer bisherigen Lösung nicht widersprechen, wenn ich den Widerstand R4 jetzt einfach nach hier oben bauen würde, würde sich die Schaltung immer noch genauso verhalten. Als mindestens aus, aus so vierpol sicht so. Und das heißt, wenn ich den Widerstand jetzt hier einfach hier hoch baue, dann habe ich zwei Widerstände in Reihe, die könnte ich natürlich auch einfach direkt in Reihe schalten. Und das passiert ja hier unten. Also hier habe ich einfach die 4 -Pol parameter von diesem A4-Pol, wo R2 und R4 einfach direkt in Reihe geschaltet sind. Ja, also das widerspricht der bisherigen Logik überhaupt nicht. Aber jetzt müsste ich trotzdem noch das mit dem multiplizieren und das Ganze mit dem multiplizieren. Dann kommen irgendwelche A-Parameter raus, die müsste ich in R-Parameter umwandeln. Also es ist ein Lösungsweg. Ähm, der ist auch richtig, aber der ist jetzt, ohne, ohne Computerhilfe ist das nicht der effizienteste.